Mein Name ist Wolfgang Rauhut, ich bin Gästeführer in Heilbronn. Ich möchte mich hiermit also kurz vorstellen. Wir stehen hier vor dem Bollwerksturm. Bollwerksturm, ja, hinter mir ist er, groß, 700 Jahre alt, also eine Geschichte, die wirklich was zu sagen hat. Der Platz außer mir rum sind viele neuere Gebäude, aber da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. 700 Jahre, ja, was war denn da? Das gehörte zur Stadtbefestigung von Heilbronn. Das war der nordwestlichste Punkt von Heilbronn. Mit der Stadtbefestigung. Das war der einzige runde Turm, den wir hatten in der Stadtbefestigung in Heilbronn. Das ging hier hoch 700 Meter, das ging hier hoch 700 Meter und hier drin war die Stadt Heilbronn im Mittelalter. Weil Heilbronn war eine wichtige Stadt im Mittelalter, war Reichsstadt von 1371 bis 1803. Nochmal zum Bollwerksturm. Oben sehen Sie die Zinnen auf dem Bollwerksturm. Die sind erst 1884 raufgekommen. Dann war der Götz von Berlichingen hier nochmal gefangen in diesem Turm. 1519, eine Nacht. Ja, und es gibt aber noch von den Stadtmauern noch zwei Türme, die stehen. Dieser Bollwerksturm und der Götzenturm, 700 Meter weiter oben. Wieso heißt dieser Götzenturm nicht hier Götzenturm, sondern hier oben? Das hat was mit der Lage von diesem Bollwerksturm zu tun. Bollwerk, hier wurde ein Bollwerk aufgebaut im Mittelalter, um praktisch die Stadt zu schützen. Und der Götzenturm, das war die schönere Gegend da oben im Mittelalter. Hier war das Arbeiterviertel, war das Mühlenviertel hier in Heilbronn. Da haben die Arbeiter gewohnt, war nicht so schön. Und wo das vermarktet wurde im 19. Jahrhundert, da hat man hier oben gesagt, da ist der obere der Götzenturm. Also das war die Stadtbefestigung von Heilbronn. Wir stehen jetzt auf dem Bollwerksplatz. Hinter mir sehen Sie das Soleo. Ich habe ja gerade gesagt, der Turm ist 700 Jahre alt. Diese Gebäude, die Sie hinter mir sehen, das Stadtbad ist Hallenbad Soleo, Sauna, Schwimmbad, ist sicherlich 10, 12 Jahre alt. Rechts das Gebäude neben mir oder das Hotel hinter mir ist circa erst 5 Jahre alt. Aber ganz besonders haben wir hinter mir die Neckarmeile von Heilbronn. Die Neckarmeile ist 700 Meter lang, Württembergs längste Neckarmeile, wo wir haben in Heilbronn. Ganz tolle Sachen, wo man hier sehen kann. Tolle Gastronomie, den Neckar, toll hinsitzen im Neckar. Man hat auch einen tollen Weinstand haben wir jetzt hier am Neckar aufgebaut. Da gibt es im Sommer jetzt einen tollen Wein, wo man trinken kann, Heilbronner Wein.